freut mich, dass so viele Leute noch nach dem Konzert das Interesse an einem Gespräch aufgebracht haben. Mich wundert es eigentlich nicht sehr. Ich würde jetzt auch gerne mit Igor Levit sprechen. Ich habe das Privileg, dass ich es tun kann und Sie müssen zuhören. Sie können auch mitmachen. Ich muss Ihnen nicht vorstellen, Igor Levit, Sie haben ihn gehört, Sie kennen ihn alle. Mein Name ist Hans-Jürgen Linke, ich bin nur Journalist. Und ich, wir folgen Ihnen gerade durch einen dreiteiligen Zyklus, der rückwärts durch die Jahrhunderte geht. Der gestern im 20. Jahrhundert begonnen hat mit Frederik Jevski, der jetzt seine zentrale Stelle, seine auch symmetrisch bedeutsame Stelle, also seine Mitte im frühen 19. Jahrhundert gefunden hat und übermorgen fortgesetzt wird mit einem Stück aus dem fast noch frühen 18. Jahrhundert. Stimmt das eigentlich? Sind wir wirklich im 20., 19., 18. Jahrhundert mit Ihnen? Wäre das auch umkehrbar oder sind wir nicht sowieso die ganze Zeit mit Ihnen im 21. Jahrhundert? Vielen Dank. Nächste Frage. Also, auf dem Papier sind wir meinetwegen im 20., 19. und 18. Jahrhundert. Ich finde das gänzlich uninteressant. Ich finde es wichtig und es ist gut, das zu wissen, und wir wissen es alle eh, und wir studieren, und die einen so, die anderen so, aber in dem Moment sind wir heute und demnach, so wie ich glaube, im 21. Jahrhundert. Wobei, wenn ich die Zeitung lese, zweifle ich manchmal dran, aber das ist ein anderes Thema. Das mit dem Zeitung lesen ist nicht unbedingt ein ganz anderes Thema, aber wir reden im Moment über das Phänomen einer Interpretation. Sie haben die Diabelli-Variationen nicht nur die schon recht häufig gespielt. Gerade Beethoven ist Ihnen ja immer ein ganz zentrales Anliegen. Und eben gerade haben Sie mir gesagt, so wie heute war es noch nie. Geht Ihnen das immer so, nach jedem Konzert? Also ich möchte gerne, dass es mir nach jedem Konzert so geht. Dafür spiele ich Konzerte. Sonst, dafür gehen Sie in Konzerte. Sonst würde ja auch irgendwie ein Konzert reichen und oder so Abhakliste, hab Diabelli gehört, 1992 reicht. So, das, abgehakt, nächstes Stück. Das geht ja nicht. Insofern möchte ich, dass das immer so ist. Heute, das ist jetzt echt schwer, ich will jetzt wirklich nicht irgendwie das Konzert bewerten, aber so ein Gefühl zu haben, wo man mit einem Stück, das mir so vertraut ist, wo ich wirklich auch glaube, dass es mir sehr, sehr gut tut und durch viele Dinge auch, durch viele Momente auch mir wirklich geholfen hat, so mit diesem Werk in sowas Positivem miteinander zu sein und einfach das Gefühl zu haben, ja, es ist richtig so, es ist gut, es ist alles irgendwie, es ist schön. Das ist nicht, so deutlich ist es nicht immer der Fall, nein. Also heute war wirklich ein besonderer Diabelli oder ein besonderer Beethoven. Ja, heute habe ich irgendwie ganz am Anfang gedacht, deswegen, ich werde jetzt wirklich Wort für Wort einfach sagen, was ich gedacht habe. Ich habe mir immer gedacht, deswegen mag ich dich so sehr. Es ist so richtig. Wissen Sie, ich habe dieses Stück kennengelernt zum ersten Mal, als mein damaliger Lehrer Kämmerling mir im Alter von 15 gesagt hat, ich bin mir relativ sicher, das wird mal Ihr Stück. Nee, der hat mich damals noch geduzt. Das wird mal dein Stück. Und das war auf einem Kurs in Japan. Da habe ich gedacht, was ist denn Diabelli? Und dann hat er mir dieses Stück gegeben, in solchen losen Kopien, so ein Stapel, so 33 Seiten, in gänzlich falscher Reihenfolge, irgendwie wirr. So habe ich das kennengelernt. Und kaum ein Werk so sozusagen an mich rangelassen wie dieses. Also mittlerweile habe ich die People United so an mich rangelassen, auch die Goldberg-Variation. Die Diabelli-Variation war im Grunde so ein Ausgangspunkt, war so ein Point of No Return, wenn man so will. Und ich habe das häufig gespielt und es ist jedes Mal toll. Und heute habe ich mir wieder gedacht, das
ist sehr, sehr besonders. Also ich bin ganz, ganz froh gerade. Also es ist auch völlig richtig, dass es genau in der Mitte steht. Ja? Ich meine, diese Mitte... Ich bleibe nicht immer so friedlich. Bitte? Ich bleibe nicht immer so friedlich. Glücklich, haben Sie auch gesagt. Glücklich waren Sie damit. Und ich denke auch, dass dieses Wort Mitte, das ich vorhin verwendet habe, für diesen strukturellen Punkt, an dem wir uns befunden haben in diesem Zyklus, auch was mit Glück zu tun hat, wenn man realisieren kann, dass etwas wirklich in einer Mitte ist. Hing das damit zusammen? Hing das mit einer Ausgewogenheit zusammen, mit irgendwas sehr Zentralem, das wir heute erreicht haben? Das oder kann ist die ich Frage nicht beantworten. Blöd? Ja, das kann man nicht beantworten. Ne? Nein. Aber nähern wir uns der Frage nochmal etwas anders. Eine Interpretation. Ein aktuelles Konzert hat ja immer als allererste und wichtigste Komponente, das haben Sie auch mehrfach betont, die genaue Lektüre des Notentextes. Mhm. Wie oft haben Sie die Diabelli-Variationen schon gelesen? 2,5 Millionen Mal. Und es passiert jedes Mal was Neues, auch beim Lesen? Ja, aber das liegt jetzt nicht mehr am Lesen. Also ich hatte das auch und tue das sehr, sehr gerne noch einmal. Ich hatte das auch gestern kurz umrissen. Das ist meiner Meinung nach etwas ganz, ganz Selbstverständliches. Ich kann diesen Notentext lesen. Ich könnte ihn wahrscheinlich zu 95% aufschreiben. Aber so wie kein Tagesablauf dem anderen gleicht, so wird auch das Konzert dem anderen nicht gleichen. Ich kann mich dagegen, ich habe das gesagt gestern so gesagt, ich kann mich dagegen und will mich dagegen gar nicht wehren. Ich will es auch nicht anders kommunizieren. Wenn ich sage, ich sozusagen, also ich spiele nur das, was Beethoven geschrieben hat, dann ist das eine, ehrlich gesagt, ziemlich wertlose Aussage. Ja. Und insofern, es ist sozusagen der eine essentielle Punkt, diesen Text zu lesen, da stehe ich total zu und das tue ich sehr, sehr gerne, und das zu spielen, was Beethoven schreibt, wobei, was Beethoven schreibt, ist schon wieder eine andere Frage, was ist es denn, was er schreibt, aber genauso essentiell ist es einfach zuzulassen, offen zu sein, durchlässig zu sein und zuzulassen, wo spiele ich, an welchem Tag spiele ich, in welchem Saal, wer ist im Publikum, was sind die Umstände, wen hast du an dem Tag getroffen, an wen hast du gedacht, wem hast du geschrieben, wen hast du verdammt und wen hast du vermisst. Ich weiß es nicht, das alles spielt irgendwo im Unterbewusstsein eine Rolle, was dann am Abend passiert oder am Vormittag. Also es gibt auf alle Fälle Stimmungen, Haltungen, ja, klar, auch, und die stehen immer in Zusammenhang mit einem, ja, mit einer sehr genauen Haltung, die der Text auch, der Notentext mitgeprägt hat. Es kommen ja mehrere Komponenten zusammen, also dieses Aktuelle, was bei Ihnen auch, wenn ich Sie vor längerer Zeit schon mal richtig verstanden habe, immer eine starke politische Komponente hat. Also es ist ja nicht nur so, dass Sie Zeitungsleser sind, sondern Sie haben auch zu den Informationen, die Sie aufnehmen, eine bestimmte Haltung. Und wahrscheinlich haben Sie auch zu dem Notentext, den Sie lesen, eine bestimmte Haltung, der durch das aktuelle Geschehen beeinträchtigt, beeinflusst, verändert wird. Also das, was neu ist an der Interpretation, ist die Haltung, die sich täglich einstellt. So, und ich wehre mich dagegen, das eine von dem anderen zu trennen. Also ich bin ja jetzt keine, ich glaube, ich bin keine gespaltene Persönlichkeit. Och, das wüsste ich. es gibt mich auch nicht unter Decknamen. Selbstverständlich. Schauen Sie, diese Gedanken, die da so kommen, die kann ich nicht kontrollieren. Und so ein Tag läuft und das beeinflusst mich, das prägt, selbstverständlich. Also die prägendsten Momente für mich sind, aber so war ich immer schon. Bei aller Liebe zur Natur, bei aller Liebe zum Dokument oder zu einer Aufnahme, wie auch immer. Nur die prägendsten und für mich inspirierendsten, das Inspirierendste für mich überhaupt sind meine Mitmenschen. War immer schon so. Und
wird auch hoffentlich so bleiben. Und das sind nicht nur Lehrer, Kollegen oder was, das sind Freunde, es sind Weggefährten. Das ist das, was mich prägt. Auch und vor allem fürs Musikmachen. Und das ist immer schon so gewesen. Eine andere Komponente, die für viele Interpreten auch eine wichtige Rolle spielt in der jeweiligen Interpretation, ist das Verhältnis zu einer bestimmten Tradition, die andere Kollegen gesetzt haben, also andere Interpreten. Spielt das bei Ihnen eine virulente Rolle oder ist das eher im Hintergrund der Fall? Klar spielt das eine Rolle. Mhm. Jemand hat mir mal was sehr Kluges gesagt. Ich habe mich mit einem Freund unterhalten darüber, was ist relevant. Und dann hat er so einen Satz gesagt und gesagt, relevant ist immer das, was wir, relevant wird es immer später. Mhm. Wenn man mal drüber nachdenkt, ist da was dran. Ja. Also in dem Moment, wenn es da ist, relevant wird es später. Und ich meine, ob für Ludwig van Beethoven in von Swietens Bibliothek Dokumente oder Notenmaterial von Bach und früher selbstverständlich prägend waren, sind für uns Dokumente, Aufnahmen etc. prägend. Ich will mich da gar nicht vor verschließen. Na klar, ich habe das sehr im Ohr. Aber ich, ehrlich gesagt, ich bin auch nie jemand gewesen, der sich im Zimmer eingeschlossen hat und nach etwas gesucht hat, was die Interpretation ist. Ich finde diesen Ansatz und diese Aussage ziemlich leer. Ja, also Ihre Interpretation kommt nicht daher, dass Sie Kollegen hören, ältere Aufnahmen hören, sondern dass ich durchlässig bin und sich davon abgrenzen. Dass ich durchlässig bin und Dinge einfach wahrnehme. Und mein Respekt gegenüber Kollegen ist enorm. Aber ich werde, schauen Sie, die Prägung für ich kann an einem Tag, ich weiß noch, vor einigen Tagen war ich, weiß gar nicht mehr wo, noch zu Hause und habe irgendwie nach langer Zeit wieder eine Aufnahme gehört eines Kollegen, den ich leider noch nie persönlich getroffen habe, von Raphael Blechert, seine Debütaufnahme bei der Deutschen Grammophon, wo er die Chopin-Prelude spielt. Ich sage das jetzt mal so, für mich eine absolute Jahrhundertaufnahme, eine unglaubliche Aufnahme. Ich könnte einen Ton Chopin spielen und es klingt in meinen Ohren einfach blöd, weil ich das, glaube ich, nicht wirklich gut kann. Aber diese unglaubliche Musik und ich höre diese Aufnahme und ich kann nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören. Wer wäre ich zu behaupten, dass mich das nicht prägt? Selbstverständlich tut es das. Wie, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber irgendwie sicher. Also, Gott sei Dank. Ja. Gerade in diesem Fall war es ja auch jetzt ein Komponist, mit dem Sie selber nicht so richtig warm werden. Doch, ich werde mit ihm sehr warm, wenn ich ihn höre. Aber ich werde überhaupt nicht warm mit meinem eigenen Spiel. Mhm. Wenn ich mich da, ich höre diese Aufnahme und denke mir, es gibt nichts Schöneres, mach die Noten auf, setz mich hin und es klingt wie das, was ich koche, nämlich gar nichts. Das ist sehr lustig, aber ich leide drunter. Ja. Raphael Blechert. Ja. Aber es gibt noch andere, aber es ist jetzt mal so ein Beispiel. Heute hatte ich, also ich sage jetzt einfach mal meinen Eindruck, den ich beim Rumsitzen im Konzert hatte. Ich habe diese Diabelli-Variation selten so klar gehört. Also für mich hat das eine ungeheure Klarheit und eine Eindeutigkeit im Zugang und fast so etwas Skelettartiges ausgestrahlt. Das war nicht Ihr Empfinden, nein? Also ich meine jetzt, Sie haben vorhin von Glück geredet. Das war mein Empfinden. Das Stück ist teils reichlich bizarr. Ja. Es ist sehr eckig. Es gibt so eine Komponente zum Beispiel, für die habe ich echt lange gebraucht, bis ich mich, ich sage jetzt mal so, getraut habe. In keiner der Variationen, tatsächlich, mir fällt keiner ein, schreibt Beethoven, doch in einem Fall, schreibt Beethoven, man solle langsamer werden. Das tut er nicht. Man kann. Das ist auch irgendwie vielleicht eine Art Tradition, man kann nicht viel mit anfangen, aber er tut es nicht. Das Resultat ist, dass wenn Sie beispielsweise sehr schnelle, bizarre, verrückte, witzige, komische, aggressive, wie auch immer, Variationen haben, dann laufen sie am Ende mit dem Kopf gegen die Wand. Mhm.
Das braucht viel, um das zuzulassen. Ich habe das am Anfang nicht übers Herz gebracht. Ich wollte es immer schön rund und nett abschließen und dann zur nächsten und dann zur nächsten. Ich glaube, das Stück verliert eine Menge, wenn man das tut. Und da geht eine Variation und sie läuft 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 und macht sie und dann kommt die nächste. Quasi unvereinbar nebeneinander. Ja. Da sind Zutaten, die gehören nicht zueinander. Aber am Ende, beim Menuett, am Ende hat man das Gefühl, so und nicht anders. Das ist absolut genial. Aber so, wenn man so Puzzleteile per Gewalt einmal versucht, so reinzudrücken. Ich habe das als Junge immer gemacht. Auch zugeschnitten und so. Nein, zugeschnitten nicht. Ich habe die einfach reingedrückt. Ah, ja. Wer hat denn für sowas Geduld? Aber das ist zum Beispiel eine Komponente. Das Stück wird scharf, das Stück wird hart dadurch. Nicht nur. Es gibt ja die lyrischsten, die und sehr lustige, satirische, ja, Wahnsinn, so wegwerfende, analytische, ja, und so, Momente. So. Ja. Nächstes. Ja. Großartig. Aber nicht nur. Man soll es nicht, es ist ja kein Selbstzweck. Das meine ich überhaupt zum Beispiel. Ist reiner Text. Das ist reiner Text. Es ist reiner Text andererseits und die Interpretation, die Sie spielen aus diesem Text, ist eine Abfolge von klaren Haltungen. Und die sind heute. Ja, das ist meine, das ist natürlich. Ich bin derjenige, der das spielt, klar. Mhm. Das läuft dann im besten Fall Hand in Hand. Jetzt noch einen kleinen Blick, ja, noch weiter ins 21. Jahrhundert. Johann Sebastian Bach übermorgen. Was für Charakteren wird man da begegnen? Das ist echt schwer. Ich glaube, wenn ich den Gedanken, den ich schon einmal formuliert hatte, noch einmal wiederholen darf. Für mich ist, und ich werde die Frage jetzt mit Absicht nicht beantworten, weil ich das nicht kann, aber für mich ist sozusagen die schönste und irgendwie glaubwürdigste Vorstellung eines Konzertes ist die folgende. Auf der einen Seite, ich habe das gestern kurz gesagt, auf der einen Seite bin ich hier als Interpret, als derjenige, der da auf die Bühne geht. Ich erarbeite ein Programm, an das ich glaube. Ich habe als ein Veranstalter, in diesem Fall die Alte Oper, als Partner, wir glauben an dieses Programm. So, ich bringe das hier auf die Bühne. Ich habe das gearbeitet, mein Leben mit diesen Werken verbunden, mein auch sehr persönliches Leben mit diesen Werken verbunden und mein Leben des jeweiligen Tages mit diesen Werken verbunden. So, jetzt bin ich hier und teile das. Nichts anderes tue ich. Bringe Musik an den Mann und teile das. Das ist meine Aufgabe als Musiker. Meiner Meinung nach keine andere und das ist die höchste, die es gibt. Nun, auf der anderen Seite sind Sie hier. Sie sitzen hier, Sie nebeneinander, es gibt einen zugewiesenen Platz auf der Karte. Viele, die nebeneinander sitzen, kennen sich nicht, viele kennen sich. Sie haben auch ihr Leben, sie haben auch ihren Tag, auch ihre Erfahrung. Und auch sie verarbeiten von der anderen Seite dieses und jenes Werk. Und es entsteht ein Miteinander. Das ist ein enorm intimer Vorgang. Und ich glaube, um nichts anderes sollte es gehen. Und die Goldberg-Variation als sozusagen Universalerlebnis ist, glaube ich, wenn man das sozusagen, wenn man daran denkt, ein unvergleichliches Werkmusik. Und nicht verhaftet, ich glaube es zumindest, nicht verhaftet einer für uns normale Menschen unerreichten hohen Sphäre, sondern es ist ein von einem Menschen für Menschen geschriebenes Stück. Und so sollte es auch, glaube ich, aufgefasst sein. Und ich kenne da nichts, kaum etwas Vergleichbares. Herr Lewitt, ich danke Ihnen sehr für diese wunderbare Interpretation des Wortes Interpret. Ich glaube, viel mehr können wir dazu nicht hören. Ich wollte noch zwei Dinge ansagen. Erstens, dieser dreiteilige Zyklus aus Frédéric Jewski, Ludwig van Beethoven und Johann Sebastian Bach, also diese drei
Variationenwerke erscheinen am 9. Oktober auf einem Album dieses jungen Mannes, das es demnächst also im Schallplattenhandel zu erwerben gilt. Zweitens wollte ich nur noch sagen, die Alte Oper zeichnet diese Veranstaltung, also diese Gespräche auf, und Sie können das alles innerhalb von 2 bis höchstens 3 Tagen im Internet auf der Website der Alten Oper unter Medien nochmal anschauen. Ich werde das, glaube ich, tun, weil mir hat das sehr großen Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören.